Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Zu unserer zweiten Sammeltour. Also den Beginn davon. Meine Hunde bellen im Hintergrund. Kann ich nicht aufhalten. Wir werden hier höchstwahrscheinlich hauptsächlich die blauen und die Flügelpigments brauchen. Ich hole mir von beiden mal Hälfte. So. Weil mit den restlichen haben wir, glaube ich, schon alles gemacht. So, jetzt auf Karte gucken. Wir haben hier einmal im Wasser was. Wir haben hier hinten was. Und wir haben hier was. Ich würde sagen, wir gehen hier zuerst hin. Ich kriege meinen Hund nicht still. Wenn der bellt, dann bellt der. Das kann ich nie aufhalten. Hab schon mal versucht. So, das Ding lasse ich liegen. Mach das mal eben kurz kaputt. Oder tötet erstmal hier die Viecher. Mann, jetzt tötet die doch. So. Versucht nicht im Wasser rumzutrampeln. Ui. Das, was in der Höhle ist, das mache ich als letztes, weil das ist höchstwahrscheinlich ein Miniboss. Ich kann auch hier rüber dahin. So, das lasse ich die Flügelpigments einsammeln. Ich lasse jetzt ihren Job auch machen. Wäre nur schön, wenn es nicht wieder 5 sind, sondern bitte mal 10. Danke sehr. Ich weiß nicht, warum die sich immer dagegen sträuben, das anständig zu machen. Das Viech habe ich schon tot. So, jetzt haben wir hier und dort hinten. Da sind Kaulquappen. Die kann ich aber auch ignorieren. Die sind unwichtig. So, das Viech ist endlich tot. So, Abtransport, Jungs. So, jetzt ist es da, wo es die Flügelpigments einsammeln können. Und zwar nicht nur 8. Genau so will ich das haben. Anständig und nicht anders. Ich tausche jetzt 10 meiner Flügelpigments und meiner Wasserpigments ein, weil ich einmal kurz darüber will, wo die Feuerviecher sind. Und danach hole ich mir 10 Flüge und den Rest Wasserpigments, weil das Gebiet definitiv einen Miniboss hat. So. 80 habe ich im Feld. Jetzt hole ich mir 20 von den roten. Super läuft. Hier drüben war das, genau. Weiß jetzt nur nicht, ob das ein Mini-Gegner ist oder halt umgekehrt. Auf jeden Fall gebe ich hier einmal kurz einen Boost. Damit die Viecher schnell tot sind.
So. Jetzt gucken, dass ich keine meiner fitten Pigments abfackel. So. Wisst ihr, ihr könnt die auch alle abschlachten, anstatt dann nur doof da rumzustehen. Tötet es! So schwer ist es nicht. Ich bringe jetzt erstmal alles um, was hier drin ist. Ihr transportiert hier noch nichts ab. So, geht doch. Ich denke mal nicht, dass ich die Glaswand hier kaputt machen muss. Die Viecher ignoriere ich mal. Die interessieren mich gerade wirklich null. Ihr sollt das Viech töten und nicht abtransportieren. Aber die Bomben, die behalte ich auf jeden Fall. So, war hier sonst noch irgendwas? Nein, nur hier der Übergang. Ja, dann prima, dann hole ich mir die Viecher am Ende. Ich hoffe, jetzt haben nur die Blauen die Bomben eingesammelt. Weil die würde ich dann gerne auch gleich verwenden. Ja, komm, ein bisschen schneller. Die langsamsten Gräber der Welt. Wie lange braucht ihr denn? Ihr werdet schon zweimal untergegangen, seit ihr am Graben seid. So, mitkommen allesamt. Die Viecher können mir erstmal liegen lassen, kann ich hinterher holen. Falls ich die Zeit finde. Jetzt gehen wir wieder zurück. Die laufen alle ganz komisch. Ey, bevor der mir meine Pigments wegkrapscht. Bringe ich den lieber um. Jetzt will ich nämlich all meine Flügel-Pigments bis auf 10 gerne umtauschen. Und zu Wasser-Pigments umfunktionieren. Weil wir wissen, in der einen Ebene ist der Vierbeinige ohne die Haare. Deswegen denke ich mal, dass der mit den Haaren hier ist. Und bei dem mit den Haaren sind die hier unnütz. Ich brauche 10 von denen und den Rest brauche ich blaue. Weil ich habe gesehen, dass da fast nur Wasser ist. So. Und die müssen wir schlicht und ergreifend da hinten halt aufhalten. Wartet, den bringe ich auch mal eben kurz um. Bevor er mir irgendeine Gefahr bietet. Ihr braucht den nicht abtransportieren. Das Viech lebt noch. So, ich denke mal, 2 Kapitäne können hier bleiben. Die würden nur stören.
Und jetzt gucken, ob ich mit meiner Theorie richtig liege. Wartet, einmal kurz hier hingehen. Ich lag richtig. Friss die Bomben! So, Attacke! So, immer direkt wegziehen. Und neu hochschicken. Go! Egal, ob ein paar runterfallen. Man muss auch immer darauf achten, mit welchem Bein der sich bewegt hat. Das, was er sich zuerst bewegt hat, da immer drauf gehen. So. Und jetzt die Vollattacke. Komm, irgendwer. Tötet es. Das Vieh selbst ist übrigens nicht abtransportierbar. Aber es kann halt mega nervig sein. Weil... Ich sag jetzt auch gerne, warum ich die Flügelpigments hier nicht dabei haben wollte. Weil die wären an den Haaren tatsächlich abgeprallt. Die können die Haare nicht beschädigen. So, die 10 nehme ich mir wieder. Ja, jetzt nutze ich meine Zeit zum einen, die Viecher, die hier im Wasser liegen, an Land zu bringen. Dann kann ich meine Felspigments noch ein bisschen aufwerten, dass ich ein paar mehr habe. So Leute, mit dem Tag sind wir jetzt auch fertig. Das Gebiet haben wir damit auch vollendet. So. Nichts Neues dabei, also können wir hier die schnelle Runde machen. Ja. Und dann haben wir jetzt nur noch den Garten der Begegnung, glaube ich, als letztes. Oder war es der Garten des Anfangs? Ich glaube, der des Anfangs war es. Da, wo das Wühlmaul auch war. Da würde ich gerne erstmal die Roten nehmen und sofort das Mega-Ding umbringen. Ja, wir haben viele Pigments verloren. War ja auch klar, da war dieser komische Läufer. Wenn dieser Läufer da ist, das kannst du gar nicht verhindern. Dass deine Pigments sterben. Da sterben mindestens 10. Ich habe schon mehr an dem verloren als an jedem Boss. Auf jeden Fall. Weit des Anfangs ist es. Da haben wir unseren letzten Sammelkurs. Kann auch sein, dass ich hier aufteile, nachdem ich den einen umgebracht habe. Auf jeden Fall lasse ich die beiden Kapitäne, glaube ich, anfangs erstmal da. Nehme mir erstmal nur die roten. Weil die am meisten Kraft haben. So. Und wo steht der jetzt? Hier. Da habe ich die Brücke noch nicht mal fertig. Hm. Ja komm, dann machen wir den als letztes. Dann habe ich auch die Brücke wahrscheinlich fertig. So. Wo ist denn die erste Frucht?
Hier hinten, da brauche ich Wasser. Das kann man aufteilen. Hier ist auch eine Höhle, Wasser. Ein Moment. Ich glaube, ich brauche hier echt gerade nur die Flügel und Wasser. Ja, dann mache ich zwei Gruppen. Einmal die Flügelgruppe. Schmeiß einen Kapitän beiseite. Schick den schon mal hierhin voraus. Und dann mache ich noch den Wassertrupp. Der halt die Früchte holt, die irgendwie mit Wasser zu tun haben. Wie zum Beispiel hier. Außerdem wollte ich das Viech da, glaube ich, zuerst umbringen. Weil mir das sonst mega auf den Keks gegangen wäre. So. Natürlich, Bomben kann ich mir natürlich holen. Macht ihr da mal. Ich kann ja mal gucken, kriege ich die da hochgeworfen? Nö. Aber die klettern da doch sicherlich auch gerne lang, um das Ding da oben zu holen. Sag ich doch. Der Flügeltrupp. So, wo können die jetzt nächstes einsammeln? Sagen wir mal, die können hier die Kirsche holen. Aber erstmal gucke ich, dass ich die da oben irgendwie herkriege. Jetzt kommt endlich! So. Hier gehe ich mal den Wasserweg. Aber vorher nehme ich mir die drei Bomben mit. Kann sein, dass ich sie brauche. So, mit den Wasserpigments kann ich ja hier einfach rein. Ja, du nimmst die Kirsche mit. Und dann schicke ich euch erstmal dahin wieder zurück. Tschüss. Ist hier sonst noch was? Ja, hier muss der Flügeltrupp einmal hin. Dann schicke ich den Trupp so lange hier schon mal hin. Und den Flügeltrupp schicke ich da rein. Die eine Kirsche, die ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. So, das Vieh können wir ignorieren. Die Bombe nutze ich für den. Ja, kannst du angucken, bist trotzdem tot. Und man braucht nicht bedingt die Fels-Pigments, um die umzubringen. Die sind nur hilfreich, weil sie dann das Ding nicht mehr haben. Hat mich jetzt ein paar blaue gekostet. Aber ganz ehrlich, drei Pigments zu verlieren, ist jetzt nicht die Welt. So, einmal tot. Tötet den mal kurz. Am besten bevor die Flügelkrabbe da, die Zwiebelkrabbe da ist. So, und solange ihr den Booster noch habt, tötet auch die mal bitte. Dann habe ich alles Nervige nämlich aus dem Bild.
So, Flügeltrupp. Los geht's. Oh, Motiviersaft. Nee, die Viecher braucht ihr nicht einsammeln. So, hier rein. Ich gönne dir mal eben kurz einen Saft, damit das schneller geht. Währenddessen, wo sind die schon? Ah, die sind schon hier drüben. Das sind nur diese Termiten, die kann ich ignorieren. Ja, und solange ich den nicht wecke, kann ich den eigentlich auch ignorieren. So, mitnehmen. Und zwar mehr als nur 8. Mehr ist hier hinten, glaube ich, auch nicht. Kann ich hier rüber wieder zurück. Ja, beim Punktgeber immer auf die Augen zielen. Ja. Dann fehlt jetzt eigentlich nur hier der Teil. Und hier halt, wo der Stern ist. Plus halt hier irgendwie in die Höhle rein. Ja komm, dann schicke ich die jetzt erstmal dahin. Töte jetzt hier erstmal alles. Damit mich das nicht stört. Wie soll ich denn... Wie soll ich den bekämpfen, wenn ich nur die blauen habe? Ich muss die hier umtauschen. Ja, dann fröhliches Pflücken. Sind die noch nicht da? Nein, die sind noch auf dem Weg. Ja, komm. Dann hier. Go. Ich habe nur 20 Fels dafür zur Verfügung. Komm hier! Tok, 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 tok. Und hat das Objekt der Begierde gehabt. Ich hoffe, ich habe das für euch ein bisschen runtergecuttet. Bei mir sind es nämlich 36 Minuten geworden. Ich mache auf jeden Fall noch eine letzte Sammeltour. Ich habe ja hier jetzt nicht wenig geholt. Ich habe neu eine Pfirsich und eine Banane. Die Poetenfrucht. Ich frag mich, wie die Banane heißt. Ach ja, und die Kirsche natürlich, die Cupidos-Granate. Ein sehr wichtiges Item im Mehrspielermodus. Scherzmond. 30 Arten gesammelt. Wir haben alle Fruchtsorten, die dieser Planet zu bieten hat, entdeckt. Aber wir sollten weiter sammeln, um so viele Früchte wie möglich nach Koppel zu bringen.
Ja, ich glaube, zwei Früchte haben wir noch zu liefern. Ansonsten haben wir dann alle. Ja, das gibt heute ein Festmahl. Also, Essensprobleme gibt es nicht. Unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Ja, und hier beende ich das jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da sammle ich dann die letzten zwei Sachen ein. Und dann sind wir auch schon fertig. Und dann machen wir den Bosskampf. Ich gucke, dass ich das auch relativ kurz halte mit dem einen. Also, auf jeden Fall sage ich damit jetzt Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss!